Die Ausgangslage für die Bundestagswahl ist nach wie vor gut. Die Wahl ist aber noch nicht entschieden. Und die Ergebnisse des heutigen Tages zeigen, am 27. September geht es um eine Richtungsentscheidung. Warnend ein politisches Experiment, auf das die CDU sich einlassen sollte. Also Schwarz-Gelb hat es schwer, besonders in den Ländern ganz im Westen, im Saarland und in Thüringen hat man gesehen. Gleichwohl kann gerade dieses Ergebnis, dass sie es nicht geschafft haben, natürlich nochmal so eine Motivation geben für die Unionsanhänger, weil die dachten, die Bundestagswahl sei schon gelaufen mit Schwarz-Gelb und nun, und damit rechnet glaube ich auch die Union, wird wenigstens diese Wahlschlappe, was eine fürchterliche Wahlschlappe ist für die CDU, noch genutzt werden für so einen Endspurt, dass es dann eben doch für Schwarz-Gelb reicht. Kommunalwahlen dort hereingekommen. All die Wahlkämpfer, die für die SPD in den letzten Jahren. Jahr 2002, 2005 und jetzt auch 2009, immer hatten die Schwarz-Gelben im Sommer vor den Wahlen schon die Posten verteilt. Und am Ende kam es ganz anders. Ich verspreche Ihnen, ich verspreche euch, das wird auch diesmal so sein.